Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am 12. April, Donnerstagabend, habe ich mich eingefunden, 2018 übrigens, kein ganzes Jahr geschlafen, habe ich mich eingefunden, den nächsten Teil zu lesen von dem Buch von Theodor Griesinger, Die Jesuiten von ihrer vollständigen Wirksamkeit und ihren Geheimnissen von der Gründung des Ordens bis heute, 1866, als er das Buch geschrieben hat. Und wir fangen an in dem nächsten Kapitel, in dem nächsten, denke ich, wichtigen Abschnitt. Ich habe das ja letztes Mal schon angekündigt, die Jesuiten und ihre Mission in Amerika. Aber natürlich geht es bei dieser Mission nicht um, wo ich drauf eingegangen bin, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, um die Gründung der Vereinigten Staaten selber, sondern da geht es mehr oder weniger hauptsächlich um Lateinamerika. Und natürlich die Verfolgung der Urvölker, Inkas, Mayas, wie sie alle hießen, die alle, ja, katholisiert werden sollten, ja, also konvertiert zum Katholizismus werden sollten. Es gibt da auch einen sehr interessanten Film, den habe ich vor einigen Jahren, letztes Jahr oder so habe ich den, glaube ich, gesehen, The Mission heißt der, die Mission. Der handelt von Jesuitenpatern, die da in Südamerika arbeiten, und da wird gezeigt, wie sie die Leute dazu bringen, zu ihrem Glauben sich zu bekehren, zum Katholizismus. Und natürlich habe ich da ja auch drüber gesprochen in die verborgene Geschichte der Jesuiten, als es ging über die Reducciones in Paraguay, wo der Kommunismus von den Jesuiten ausgetestet wurde, also erfunden will ich gar nicht mal sagen, aber halt getestet wurde, aber das ist halt auf ihrem Mist gewachsen. Oder besser gesagt auf dem Mist von Thomas von Aquin, und die Jesuiten haben es dann in die Praxis umgesetzt in Südamerika. Da jedenfalls werden wir heute uns mit beschäftigen, mit der nächsten Lesung von dem Buch von Griesinger. So, da fahren wir dann fort auf Seite 156 im PDF von 384, also wir haben noch ein bisschen was zu tun in diesem Buch, und ich kann euch garantieren, bleibt dran, dieses Buch ist und bleibt spannend und lehrreich. Die jesuitischen Missionen in Amerika. Teil 3 des Abschnitts hier, und zwar gehen wir hier im zweiten Buch, die Klugheit der Jesuiten und das Riesenmäßige ihres Wachstums, in das erste Kapitel, die jesuitischen Missionen in fernen Weltteilen. Wir hatten Asien bereits gesehen und was war es noch? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Afrika, ja. Asien, Afrika, und jetzt kommen wir nach Amerika. Ja? Deswegen hier Teil 3, die jesuitischen Missionen in Amerika. Mit den Portugiesen kamen die Jesuiten nach Asien, mit den Portugiesen nach Afrika und abermals mit den Portugiesen nach Amerika. An letzterem Weltteil nämlich besaßen die Portugiesen ein ungeheures Ländergebiet, welches unter dem Namen Brasilien bekannt ist. Und dahin sandte König Johann III. Von Portugal anno 1549 eine Flotte mit verschiedenen Ansiedlern, die im Golfe von Bahia an der östlichen Küste des mittäglichen Amerika die Stadt San Salvador anlegen sollten. Weil nun aber das Missionswerk Franz Xaviers in Asien so außerordentlich gut gedieh und die Völker Asiens dadurch in gute Untertanen verwandelt wurden, also in gute Sklaven, sag mal, so erbat sich der König von Loyola, dem Jesuitengeneral in Rom, auch für Amerika einige Missionäre in der Hoffnung, dass es die schwarzen Patres mit den Bewohnern Westindiens gerade so weit bringen würden, wie sie es mit den Ostindiern gebracht hatten. Und Loyola, die Wichtigkeit dieser Mission auf den ersten Blick erkennend, verwilligte ihm sofort, also bewilligte, würde man heute wohl sagen, verwilligte ihm sofort 6 Mitglieder seines Ordens. Diese 6, darunter der durch seine rastlose Energie sowie durch seine, fein überlegene Klugheit nicht mit Unrecht von den Geschichtsschreibern der Sozietät überaus hochgepriesene Emanuel Nobrega, erbauten sich sofort in San Salvador ein Haus, das ist eine Residenz, und begannen von hier aus ihre Streifzüge ins Innere des Landes, um zu sehen, was mit den Eingeborenen anzufangen sei.
Diese letzteren jedoch, so viel zeigte sich bald, hatten einen ganz anderen Charakter als die verweichlichten, heruntergekommenen Hindus und waren durch die Erpressungen und Quälereien der Europäer womöglich noch wilder, roher und grausamer geworden, als sie es zuvor schon gewesen. Ja, da muss ich mal eben einen kleinen Kommentar geben, wer das jetzt nicht versteht von, warum waren die denn zuvor schon roh und grausam und brutal? Das ist im Grunde dasselbe, warum das so ist bei den Japanern. Da habe ich das ja, glaube ich, auch schon mal gesagt. Das sind Nationen oder Völker, lass uns besser sagen, das sind Völker, die niemals das Wort Gottes gekannt haben. Wir lernen ja in der Bibel, nach der Flut, da gab es diesen Pilek, der gelebt hat in der Zeit, als die Welt sich geteilt hatte. Ja, wir wissen, dass vor der Flut es eine große Kontinentalplatte gab und nach der Flut war die Welt aufgeteilt worden in die verschiedenen Kontinente, wie wir sie heute kennen. Nord-Südamerika, Europa, Asien, Australien und Afrika. Ja? Nun, der Punkt, den ich machen will, ist, die Völker, die auf diesem abgetrennten Teil lebten, was wir heute Lateinamerika nennen, oder überhaupt den ganzen Kontinent Amerika, Nord und Süd, die Völker, die dort lebten, die hatten keinen Zugang mehr zu, was wir später die Zivilisation nennen. Ja? Man darf hier nicht vergessen, das, was wir Zivilisation heute nennen, kommt ja im Grunde aus dem Osten. Das kommt aus der Region von Irak, das kommt aus der Region vor allen Dingen aber auch von Israel, dürfen wir ja nicht vergessen. Israel war ja ein Licht für die Heiden. Ja? Das war eine echt zivilisierte Welt und vor allen Dingen eben auch eine Welt, die sich hielt an die Gesetze Gottes. Und die sind total verloren gegangen bei diesen dann, ich sag mal jetzt, abgetrennten Völkern, wie zum Beispiel die Eingeborenen von Australien, die ja nun wirklich Jahrhunderte lang oder Jahrtausende lang, kann man fast schon sagen, nach der Flut bis zur Entdeckung Australiens irgendwann im späten Mittelalter, durch die Engländer war das wohl passiert, da weiß ich jetzt auch nicht so genau, ich bin damit mit der Geschichte nicht beschäftigt, aber die Ureinwohner da haben also die ganze Zeit nach der Flut da so gelebt. Dasselbe war im Grunde auch für einen großen Teil mit Afrika, ja, vor allen Dingen dann im südlichen, mittel- und südlichen Afrika und natürlich in Amerika der Fall, wo sie absolut abgetrennt waren von jeder, wie wir das heutzutage nennen würden, Zivilisation. Entschuldigung. Ab und zu habe ich nochmal einen Hustreiz. Und weil die eben abgetrennt waren, vor allen Dingen eben von der Lehre Gottes, von der Moral Gottes hauptsächlich, spricht man, wenn man jetzt von unserer Sichtweise aus guckt, von Wilden. Von Leuten, die eine Moralvorstellung haben, die im Grunde dem entspricht, wie wir davon ausgehen würden, wie es sein würde, wenn der Mensch wirklich von der Evolution hervorgekommen wäre. Nämlich das Überleben der Stärkeren. Ja? Diese, ich nenne sie jetzt mal zwischen Anführungszeichen Wilden, und ich will damit die Leute gar nicht irgendwie kränken oder so, aber es ist halt ganz einfach so, wenn man heute noch in den brasilianischen Urwald geht, und man sieht da Urvölker leben, in Brasilien oder in Afrika, da gibt es heute immer noch welche, die Kannibalismus und was wir eh nicht alles frönen. Und das sind halt Zustände, die hauptsächlich deswegen kommen, weil sie niemals das Wort Gottes in ihrer Mitte hatten. Weil die Gesetze Gottes bei denen nicht so imprägniert sind, wie sie das bei uns sind. Nun, ich will ja jetzt damit nicht sagen, wir sind alle christlich und die sind alle unchristlich, weil die Christen, oder das, was sich heutzutage Christentum nennt, legt die Gesetze Gottes ja auch verkehrt aus. Das ist ein anderer Punkt. Aber gerade wie zum Beispiel die Japaner, ja, da gibt es ja Beispiele genug in der Geschichte, wenn man sieht, die Chinesen eben auch, was für rohe Völker das sind. Und genau das ist eben da in Südamerika auch zum großen Teil der Fall. Was ich damit sagen will, ist, eben weil sie so weit weg waren von der Entwicklung, die sich basiert hat auf doch irgendwo moralischen Gesetzen, auch wenn hier und da es immer Herrscher und sowas gab, die diese Moral neben sich abgelegt haben und gesagt haben, da habe ich nichts mehr zu tun. Aber so wild, wie die in Südamerika sind, sind die eigentlich in Europa nie gewesen. So.
da sind sie teilweise in Europa noch viel schlimmer gewesen, wenn man an die Inquisition denkt. Ja, ich meine, Menschen lebendig die Haut abziehen, weiß ich nicht, ob das die sogenannten Wilden da auch gemacht haben. Aber ich will nur sagen, im Allgemeinen spricht man eben von diesen Wilden, weil die eben von der, was wir Zivilisation nennen, von der ganzen Entwicklung der westlichen Welt nie etwas mitbekommen haben. Die sind doch auf einem anderen Stand geblieben. Das wollte ich nur mal eben deutlich machen, bevor wir hier weiterlesen, dass wir das verstehen. Und dann kommen da Europäer dahin und erpressen sie und quälen sie. Und dann werden die Leute, anstatt irgendwie gezähmt zu sein, werden sie noch wilder, als sie das sowieso schon waren. Oder noch grausamer, als sie sowieso schon waren. Und deswegen schreibt der Autor das hier. Ich hoffe, ich habe das deutlich gemacht. Die Jesuitenpatres fanden daher keine gute Aufnahme bei ihnen und konnten infolgedessen auch nicht viel ausrichten. Am allerwenigsten am Anfang, wo sie von der Sprache der Indianer, so nennt man die Eingeborenen Amerikas gewöhnlich, noch nichts verstanden. Ja, warum nennt man sie Indianer? Weil man uns tatsächlich weismachen will, dass Kolumbus auf der Suche war nach einem westlichen Weg nach Indien, was totaler Quatsch war. Kolumbus hat den Auftrag bekommen, die Ländereien, die im Westen liegen, von denen der Vatikan ganz genau wusste, dass sie da sind, um die für den Papst zu erobern. Ja. Also, die Indianer sind eigentlich die Amerikaner, wenn wir den Kontinent Amerika nennen, ne? Und nicht die, die dahin gezogen sind und heute als Amerikaner bezeichnet werden. Jedenfalls, so nennt man die Eingeborenen Amerikas gewöhnlich Indianer, die da noch nichts von der Sprache verstanden. Überdem mussten sie in steter Angst leben von den Wilden, die stets ein Gelüste nach Menschenfleisch hatten, ermordet zu werden. Und auch sonst hatten sie der Drangsale bei ihren Wanderungen so viel zu erdulden, dass man sich nur wundern muss, wie sie trotz alledem in ihrem Eifer nicht nachließen. Doch bald sahen sie ihre Bemühungen wenigstens von einigem Erfolge gekrönt, indem die Indianer ihnen erlaubten, alle ihre Unglücklichen, welche zum Gefressenwerden verurteilt waren, meist Gefangene, die sie in ihren ewigen Fehden mit anderen Stämmen gemacht hatten, vor der Abschlachtung zu taufen. Also bevor du gekocht wirst, wirst du nochmal mit Wasser besprengt. Wir gehen mal kurz in die Fußnote hier rein. Nicht selten übrigens nahmen die Indianer die Erlaubnis zum Taufen der Menschenopfer zurück. Und zwar aus dem Grunde, weil sie das Vorurteil hatten, das Fleisch der Opfer verliere dadurch den Akt der Taufhandlung am guten Geschmack. Sie hielten nämlich die Taufhandlung für eine Zauberformel und die Jesuiten hüteten sich wohl, ihnen diesen Aberglauben zu nehmen. Überdem gelang es ihnen, fährt der Autor fort, auf die indianischen Weiber, wenigstens auf die Weiber der Stämme, welche in der Nähe der europäischen Niederlassungen ihre Lage aufgeschlagen hatten, einzuwirken und dieselben zu bestimmen, dass sie sich Rosenkränze und Agnus Dei schenken ließen. Durch die Weiber aber erhielten sie auch Einfluss auf die Männer, und das Resultat war immer der Actus der Taufhandlung, mit welchen die Belehrung als vollendete Tatsache abgeschlossen wurde, obwohl die Getauften vom Christentum gar nichts inne hatten. So, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir hier nicht mal eben so drüber lesen, sondern dass wir das ganz gut verstehen. Durch die Weiber aber erhielten sie auch Einfluss auf die Männer. Das ist immer dasselbe Prinzip. Wir hatten das bereits gesehen, wo sie in Goa die Freudendamen gesagt haben, wenn du so und so viel bezahlst, ne, wenn du deine Ablässe bezahlst, dann bist du von der Sünde frei, dass du mit verschiedenen Männern schläfst und nebenbei besorgst du uns Informationen von deinen Freiern. Damit haben sie mehr oder weniger als Zuhälter agiert, habe ich euch ja damals vorgelesen. Das war in Indien so der Fall. Und in Europa, wie ist das da der Fall? Da haben wir den Beichtstuhl. Und durch den Beichtstuhl, dass der Priester, schleicht der Priester sich in die Beziehung ein, die eine Ehefrau mit ihrem Ehemann hat. Weil dadurch, dass die Ehefrau bei dem Priester in die Beichte geht und ihm seine innersten Geheimnisse sagt, ja, die Familiengeheimnisse,
ja, ihre Wünsche, ihre Träume, ihre sexuellen Verlangen, ihre Unbefriedigtheit oder Befriedigtheit oder wie auch immer mit dem Priester teilt, dadurch hat der Priester einen Griff auf die Frau und durch die Frau dann einen Griff auf den Mann. Durch die Frau ist der Mann oftmals erpressbar. Ganz genau dasselbe, wie wir es hier sehen. Durch die Weiber erhielten sie Einfluss auf die Männer. Muss man sich immer vor Augen halten. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Die Art und Weise, wie die Jesuiten vorgehen, ist immer und immer wieder dieselbe. Ja? Nun fährt der Auto fort, schließlich endlich. Das sagt man heute so nicht mehr, ne? Schlussendlich, sagen würden wir heute sagen. Aber das alte Deutsch ist doch auch mal schön. Schließlich endlich brachten sie es dahin, dass die meisten Weißen in den portugiesischen Niederlassungen sowie die Mischlinge, das sind die Abkömmlinge von Weißen und Indianerinnen, sie als Beichtväter annahmen und, was die Hauptsache war, ihnen große Stücke ihrer weitläufigen Ländereien präsentweise abtraten, also geschenkweise abtraten, um Residenzen und Kollegien bauen zu können. Dies geschah auch überall, wo es nur irgend möglich war, und bald blühten in San Salvador, in Pernambuco und in Rio Janeiro drei großartige und äußerst zahlreich besuchte Erziehungsanstalten. Nicht lange danach, noch keine 20 Jahre selbst nach ihrer ersten Landung, hatten die Jesuiten auch bereits die Grenzen Brasiliens überschritten und waren nach Peru eingedrungen, wo sie in Lima, La Paz und Cusco ebenfalls Kollegien errichteten. Wiederum 20 Jahre später aber besaßen sie in jedem Teil des südlichen und mittäglichen Amerika, in welchem die Fahnen Portugals oder Spaniens wehten, besonders in Chile, Mexiko, Tumacan und Mahanam, Niederlassungen und ihre Agenten und Missionäre durchzogen den ganzen ungeheuren Kontinent von der Meerenge von Panama bis nach der Magellanstraße hinab, sowie umgekehrt von Panama hinauf bis an den Rio del Norte. Ja, sogar bis nach Kanada drangen sie vor und stolz entfaltete sich da selbst das Banner Ignatii, solange sie die weiße Fahne mit den drei Lilien es schützte. Doch so wie das Land von den Franzosen den Engländern übergeben wurde, mussten die Jesuiten den Wanderstab ergreifen und sich über Hals und Kopf nach dem Süden hinab flüchten, denn weder die Engländer, noch die Holländer, noch die Dänen duldeten in ihren amerikanischen Kolonien jesuitische Niederlassungen. So groß nun aber auch die Macht und die Besitztümer waren, welche sich die Jesuiten in den einzelnen Ländern Amerikas zu erwerben wussten, so verschwindet diese Größe fast in ein Nichts vor einer anderen Akquisition, also einem anderen Ankauf, die sie in demselben Amerika machten, nämlich von der Akquisition eines eigenen Reiches, und zwar eines Reiches zumindest doppelt so groß als Italien, über welches sie als vollkommen souveräne Herren regierten. Ja, das ist ja nun für uns kein Wunder, ohne weiterzulesen, dass wir lernen, dass es hier um Paraguay geht. Da muss ich noch nicht mal den nächsten Satz lesen, wo es steht, um das zu wissen. Hier kommen wir auf die Reduktiones von Paraguay zu sprechen, die ich bereits in anderen Videos erläutert habe und deutlich besprochen habe. Könnt ihr auch im Internet euch raussuchen, Reduktiones von Paraguay mal suchen und lernen, wo es darum geht. Das ist im Grunde der Anfang des Kommunismus. Ja? Und eine weitere Bemerkung eben nochmal zu dem letzten Absatz, wo hier stand, dass sie sich über Hals über Kopf nach Süden hinab flüchteten, da weder die Engländer, Holländer noch die Dänen in ihren amerikanischen Kolonien jesuitische Niederlassungen duldeten. Dazu muss ich sagen, wenn wir dann über das 17. Jahrhundert sprechen, also ab 1633, davor weiß ich nicht, da habe ich noch keine Dokumentation davon gesehen, aber ab 1633... hatten die Jesuiten deutlichen Griff auf die Vereinigten Staaten von Amerika, also auf die Kolonien in der Zeit. Da haben sie sich da niedergelassen und es gab schließlich zwei katholische Kolonien, nämlich einmal Maryland natürlich
Und das andere war, da muss ich jetzt mal eben passen, da komme ich jetzt glaube ich nicht drauf, welches das war. Das war glaube ich nicht Connecticut oder Massachusetts, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall Maryland als römisch-katholische Provinz oder als römisch-katholischer Staat in den Kolonien damals. Aber wir sprechen hier wohl immer noch über das Ende des 16. Jahrhunderts und da waren sie in Amerika nur noch nicht so reich vertreten anscheinend. Das kam dann halt mit der Arche und der Taube, the Ark and the Dove, 1633, also Anfang des 17. Jahrhunderts. Also, fahren wir fort. Die Akquisition eines eigenen Reiches, doppelt so groß wie Italien, über welches sie als vollkommen souveräne Herren regierten. Das muss man verstehen. Sie hatten vollständige carte blanche, vollständige Handlungsfreiheit. Vollständige Macht in Paraguay. Niemand hat ihnen da reingeredet. Das ist Faschismus pur. Und das werden wir jetzt auch lernen. Dieses Land, fährt der Autor fort, hieß Paraguay. Und da es wohl noch nie erhört worden ist, dass ein geistlicher Orden sich zu einem souveränen König emporschwang, so dürfte es wohl der Mühe wert sein, ein wenig näher auf die Sache einzugehen. Das jetzige Paraguay, also vom 19. Jahrhundert spricht der Griesinger hier, einer der kleinsten Freistaaten des südlichen Amerika, wird weltwestlich von der vom Paraguay-Trome östlich und nördlich von Brasilien und südlich von Paraná begrenzt und umfasst nur 4.175 Quadratmeilen. Das Paraguay des 16. und 17. Jahrhunderts dagegen war unendlich viel größer und umfasste so ziemlich alles Land, welches gegenwärtig die Staaten des La Plata und der Banda Oriental einnehmen. Also da müsste man sich natürlich mal eine Landkarte anschauen von früher. Das können wir ja mal eben machen. Wir können uns ja mal eben im Internet Paraguay anschauen. Paraguay in the 17th century Map. Gucken wir mal, ob wir da was finden hier. Hier gibt es ja einige Abbildungen dazu. So, dann wollen wir mal schauen, wo man das einigermaßen gut sehen kann. Ich weiß nicht, wie gut ihr das jetzt hier sehen könnt, aber das ist Afrika. Ich habe Paraguay gesagt. Was soll denn der Mist hier? Also, hier ist Südamerika. So, Südamerika, Paraguay, Brasilien, Chili, alte antike Mappe von 1750. Also 1750, das ist dann Mitte des 18. Jahrhunderts. Und jetzt seht ihr, ihr seht das vielleicht nicht ganz so groß, mal, ich mache das eben mal ein bisschen größer, dass ihr das ein bisschen größer seht. Das ist also Südamerika. Und da sieht man hier, was heutzutage Brasilien ist und so. Das ist ja hier eigentlich, ne? Hier ist Brasilien, hier unter ist Argentinien heutzutage. Hier seht ihr Paraguay. Ja? Hier ist das Pays des Amazons, also das Land vom Amazonas. Hier Guyana, Karibien und hier hinten finden wir Chili und sowas. Hier oben ist Brasilien. Und hier das ganze Riesenstück hier, das Riesenstück hier ist Paraguay. Also ein viel größeres Land, als es das heute ist. Ja? Und das ist das, was der Autor jetzt hier meint. Mal eben gucken, ob es hier noch eine andere Karte gibt. Hier auch zum Beispiel Mapa de Repoblación del Paraguay. Die ist aber aus dem 20. Jahrhundert bereits. Also da müssten wir natürlich dann weiter zurückgehen. Mal sehen, was ist das hier? Hier auch Paraguay. Seht ihr, hier oben ist Brasilien, hier unten ist Argentinien oder was? Hier das ganze Stück ist Paraguay. Viel größer als heute. Wenn man das mit heute vergleicht, da könnt ihr mal eure eigene Karte nehmen. Ja. Hier sieht man das auch. Das ist mehr oder weniger, wie es heute ist. Und das ist, wie es damals war. Also das ist eine ganze Menge größer. Vor allen Dingen auch noch mit direktem Zugang zum Meer. Ja. Von daher mal ganz interessant, sich in der Geschichte auch mal die Geografie dazu anzuschauen und vorzustellen. Und dann kann man das sehen. Also, 4.175 Quadratmeilen. Heute. Damals war es also so viel größer. Dasselbe bildet fast durchweg eine nach Süden und Westen abhängende
Ebene mit nur wenigen, kaum bis zu 1000 Fuß ansteigenden Hügelreihen und ist von einer Menge der herrlichsten Ströme bewässert, die sich sämtlich, wie insbesondere auch der Paraguay- und Uruguay-Strom, in den Paraná, dieser nimmt nach einer Bereinigung mit dem Uruguay den Namen Rio de la Plata an, ergießen. Das Klima ist halbtropisch und übrigens nochmal eben für die Leute, die vielleicht nicht so gut sind mit den Abmessungen, ja, steht hier von 1000 Fuß hohe Berge, das ist also 1000 Fuß sind ja nur knapp etwas über 300 Meter. Ne? Also das ist eine sehr schön hügelige eine schöne hügelige Landschaft, bis zu 1000 Fuß aufsteigende Hügelreihen, also bis etwas über 300 Meter hohe Hügel. Das ist ja nun nicht so unglaublich viel. Aber man kann sich vorstellen, wenn das über hunderte Kilometer rechts und links geht, wie schön das ist, wenn man so eine Hügellandschaft hat, wo dann auch nur mit Flüssen durchzogen ist. Also, fruchtbar, reiches Land, ja, und auch sehr schön. Das Klima ist, wie der Autor sagt, hier halbtropisch und es übertrifft deshalb auch die Fruchtbarkeit des Bodens fast alle anderen Länder der Welt. Somit gedeihen hier nicht bloß die gewöhnlichen Fruchtgattungen, die der Mensch zu seinem Lebensunterhalt benutzt, sondern mit noch weit größerem Vorteil pflanzt man Tabak, Baumwolle und Zucker. Nicht minder bedeutend, ja fast noch bedeutender erscheint die Tierwelt und es weiden da selbst wahrhaft ungeheuerliche Herden, teils von Wild aller Art, wie von Schweinen, Hirschen und Rehen, teilweise von zahmem Vieh, besonders von Ochsen und Pferden. Nichts aber gleicht vollends der Pracht der Wälder und sogenannte Barrigudos von drei Clustern im Umfange sowie Palmbäume von 180 Fuß Höhe gehören keineswegs unter die Seltenheiten. Das sind 60 Meter hohe Palme. Kurz, es ist ein wunderbar herrliches Land und das Einzige, was vielleicht in entgegengesetzter Richtung geltend gemacht werden kann, dürfte in diesem Umstande liegen, dass während der Regenzeit oft ungeheure Strecken unter dem Wasser verschwinden. Der erste Entdecker dieses mächtigen Ländergebiets war der Spanier Juan Díaz del Solís, Großsteuermann von Kastilien, der anno 1516 in den Rio La Plata einfuhr und daselbst von den Indianern getötet. Nach der Ermordung verzehrten sie ihn angesichts seiner auf dem Schiff befindlichen Mannschaft, der getötet wurde und verzehrt wurde. Drei Jahre später sandte Don Martin de Sofa, Generalkapitän von Brasilien, den Aleris Garcia mit noch vier anderen Portugiesen, lauter kühnen und starken Männern, nach dem Rio de la Plata, damit sie es versuchten, von da bis zu dem gold- und silberreichen Kern, das den Bern, das den Spaniern gehörte, vorzudringen. Und diese verwegene Fahrt wurde auch in der Tat ausgeführt. Auf dem Heimweg aber wurde Garcia mit zwei seiner Gefährten von den Wilden erschlagen und es gelangten also nur die beiden übrig gebliebenen nach der Stadt Bahia oder San Salvador zurück. Ganz ebenso unglücklich endete die Expedition des Georg Sebendo, der sich mit 60 anderen Portugiesen ebenfalls von Bahia aus nach dem Paraná aufmachte, denn sie alle fanden durch die verräterische List der Indianer in diesem Flusse ihr Grab. Nun endlich sandte Kaiser Karl V., ja, der große Gegenständer von Luther, anno 1525 seinen Großsteuermann Cabot mit 5 Schiffen nach dem La Plata und dieser berühmte Seefahrer schiffte den Fluss aufwärts, bis er den Paraguay gelangte, so dass man die erste genauere Kunde vom Paraguaylande niemandem als ihm zu verdanken hat. Auch nahm er das ganze Paraná und Paraguay-Gebiet für die Krone Spanien in Besitz und legte am Einfluss des Rio Tercero in dem Paraná ein Fort an, welches unter dem Namen Cabotsturm bekannt wurde. Die erste eigentliche Niederlassung aber, nämlich die Stadt Buenos Aires, wurde erst 10 Jahre später durch Don Pedro de Mendoza, der anno 1535 mit 14 Schiffen und fast 3000 Mann Besatzung ebenfalls auf Befehl Karl V. von Sevilla aus nach La Plata Strom ab,
den von Sevilla aus nach dem La Plata Strom abfuhr, gegründet. Und auf die folgte dann zwei Jahre später am Einfluss des Pilcomano in den Paraguay die Stadt Asunción, welche von den Grenzen Perus und Brasiliens gleich weit entfernt liegt. Von da an begann die wirkliche Besitzergreifung des Landes sowie dessen allmähliche Besiedlung durch die Spanier. Und es entstand das Vizekönigreich La Plata, über welches im Rahmen des Königs ein von diesem ernannter Adelantade, das muss wohl ein Titel sein, ja, über welches im Namen des Königs ein diesen ernannter Adelantade oder Generalkapitän herrschte. Doch wenn nun auch schon nach kurzem noch mehrere Städte gegründet wurden, wie zum Beispiel Ciudad Real anno 1557 am Einfluss des Picrin in den Paraná und Santa Fe anno 1570 am Rio del Salado, so darf man dabei durchaus nicht außer Acht lassen, dass all diese Niederlassungen an den Hauptflüssen des Landes lagen, dass dagegen im Binnenlande selbst, also entfernt von jenen Verkehrsadern, die statt der Straßen dienten, auch nicht eine einzige Kolonie entstand oder erstand. Im Gegenteil blieb dieses Binnenland durchaus unkolonisiert, durchaus ununterworfen und sogar durchaus unbekannt, denn die Spanier, welche sich ihren eroberten Provinzen nur um Gold- und Silberminen kümmerten und von Ackerbau und Viehzucht sowie von der Industrie und Gewerben nichts wissen wollten, bewiesen wie überall in Amerika, so wie auch hier, ein sehr schlechtes Kolonisationstalent. Wollte doch jeder von ihnen, der sich nach Amerika einschiffte, nur als Edelmann da selbst leben und meinte, er verunreinige sich, wenn er sich auch nur zur allergeringsten Arbeit bequeme. Unter solchen Umständen mussten die Generalskapitäne bald zu der Einsicht gelangen, dass die ihnen anvertrauten Provinzen sich nie gehörig entwickeln und nie zu Wohlstand und Ordnung gelangen könnten, wenn nicht die Eingeborenen des Landes, also die Indianer, zu tüchtigen Staatsbürgern herangezogen würden. Sie bildeten ja die weitaus größte Mehrzahl der Bevölkerung und aus ihnen allein konnten die so überaus nötigen Arbeitskräfte gezogen werden. Allein, wie war dies zu bewerkstelligen? Nun, natürlich, so lautet die Antwort, dadurch, dass man sie zu Christen machte. Denn mit der christlichen Religion, also bitte katholisch zu verstehen, mit der katholischen Religion überkamen sie gleichsam unwillkürlich christliche Sitte. Also, katholische Bildung und katholische Lebensweise. Schon Karl V. hatte daher den Statthaltern, die er nach La Plata sandte, nicht so sehr eingeschärft als das, dass sie Geistliche und Mönche zur Bekehrung der Indianer mitzunehmen hätten, und dasselbe tat auch Philipp II., der König von Spanien damals. Auch kamen die Generalkapitäne diesem Befehl pflichtschuldigst nach und brachten insbesondere mehrere Franziskanermönche nach Paraguay, unter denen sich Franz Solano und Ludwig de Bolaños rühmlichst auszeichneten. Überdies wurde der Provinz Paraguay in der Person des Johann de Barros, ebenfalls einem Franziskanermönche, ein Bischof gegeben und die Stadt Asunción zu seinem Sitze erhoben, wo selbst er auch 1554 seinen feierlichen Einzug hielt. Allein mit dem Christianisieren der Eingeborenen wollte es noch ganz und gar nicht vorwärts gehen, und zwar aus zwei ganz wichtigen Gründen. Aber eben zum besseren Verständnis oder uns in die Erinnerung zu rufen, wir sprechen hier über das Jahr 1554, 14 Jahre nach Gründung des Jesuitenordens 1540, ja? Also wirklich noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Das muss man auch eben mal verstehen. Also wir sind immer noch in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Zum Ersten nämlich, fährt der Autor fort,
stand das Betragen der Spanier im schroffen Gegensatze zu den Lehren der Wilde und der Milde und Barmherzigkeit, welche das Evangelium predigt. Okay, das ist ja nur allzu bekannt. Denn es ist nur allzu bekannt, mit welcher unbarmherzigen Härte und Grausamkeit die ebenso stolzen als unersättlichen Eroberer die von ihnen bezwungenen Eingeborenen behandelten. Und die Letzteren hatten daher nicht die mindeste Begierde, dieselbe Religion anzunehmen, zu welcher sich ihre Quälgeister bekannten. Im Gegenteil, hassten sie diese Religion gerade so sehr, als sie die Spanier hassten. Und wenn sie sich auch hie und da aus Zwang, um noch größeren Misshandlungen zu entgehen, taufen ließen, so kehrten sie doch sogleich zu ihrem alten Glauben zurück, sobald sich eine günstige Gelegenheit dazu zeigte. Zum Zweiten herrschte ein förmlicher Mangel an Priestern und man traf ganze Ansiedlungen, in denen sich auch nicht ein einziger Pater befand. Niemand war da, die Jugend zu unterrichten. Niemand, um zu taufen und zu kopulieren. Niemand, um den Sterbenden auf dem Weg zur Ewigkeit die letzte Ölung zu reichen. Wenn aber auch je noch nie die Städte so glücklich waren, ein oder gar zwei Geistliche zu besitzen, so sah es im Indianerbekehrungsdepartement umso leerer aus, und man musste schon wegen dieses Mangels an Kräften, noch mehr aber deswegen, weil die wenigen vorhandenen Religiosen diese Sprache der Indianer nicht verstanden, alle Hoffnung, die Ungläubigen zu bekehren, aufgeben. Und woher kam nun dieser große Urmangel oder Abmangel? Einfach daher, dass das fast außer allem Weltverkehr stehende, der Zivilisation noch gänzlich entbehrende Paraguay keinerlei Anziehungskraft auf die an Genüsse jeder Art gewöhnte katholische Priesterschaft ausüben konnte. Daher, dass selbst die Bettelmönche der geringsten Sorte jenes entlegene, noch der ungebahnten Wildnis angehörende Land als eine Art von Strafe ansahen, mit welchen niemand freiwillig Bekanntschaft zu machen suchen konnte. Strafexil. Ja, okay. Gut. Noch der ungeahnten Wildnis angehörender Land als eine Art von Strafexil ansahen, mit welchem niemand freiwillig Bekanntschaft zu machen suchen konnte. 70 Jahre lang, das ist bis zum Jahre 1586, machte also die Bekehrung und Zivilisation der Indianer in Paraguay nur sehr geringe oder beinahe gar keine Fortschritte. Da kam dem neu ernannten Bischof der Stadt, der gegen Chile hingelegenen Provinz Tucumán, Don Franciscus de Victoria, der in seinem ganz großen Sprengel noch kein Dutzend Geistliche vorfand, der Gedanke, ob es nicht rätlich wäre, also ratsam wäre, sich von dem Orden Jesu Hilfe zu erbitten. Die Not selbst dem Dominikanerorden muss sehr groß gewesen sein, denn sonst wäre Don Franziskus, der selbst dem Dominikanerorden angehörte, gewiss nicht auf diesen Gedanken gekommen. Ja, Dominikaner sind natürlich diejenigen, die die Inquisition geleitet hatten, ja, und die Jesuiten hatten 1542 von den Dominikanern die Inquisition übernommen. Von daher immer an den Zusammenhang denken zwischen Dominikaner und Jesuiten, ja. Also, die Not muss sehr groß gewesen sein, denn sonst wäre Don Franziskus, der selbst dem Dominikanerorden angehörte, gewiss nicht auf diesen Gedanken zu kommen. Allein sei dem, wie ihm wolle, ihm, dem ersten Bischof von Tucumán, fiel es ein, den Beistand der Jesuiten in Anspruch zu nehmen, weil dieselben in den benachbarten Staaten Brasilien und Peru schon bedeutendes in der Bekehrungssache geleistet hatten, und er schrieb deshalb sofort anno 1586 an die Provinziale der beiden genannten Staaten, die Patres Anchieta und Atienza. Diese aber entsprachen seinem Wunsche augenblicklich
und sandeten ihm gleich das erste Mal nicht weniger als 8 Ordensmitglieder, indem sie ihm zugleich versprachen, deren nach Bedürfnis noch mehr folgen zu lassen. Ja, nicht genug an dem, diese 8 waren keine gewöhnlichen Patres, nur geschickt, die Sakramente auszuteilen und eine Messe zu singen, sondern sie verstanden etwas, was die bisher als Missionäre verwandten Mönche nicht verstanden hatten, nämlich die Sprache der Indianer, dieweil gerade hierauf in allen Jesuitenkollegien Brasilien und Perus mit allem Eifer hingewirkt wurde, und somit konnten sie sich gleich von Anfang an mit den Eingeborenen in ein gutes Vernehmen setzen. Wir gehen jetzt nochmal eben auf diese 8 ein, da ist ja eine Fußnote, wie ihr seht, hier angedeutet, da schauen wir mal eben, was da drin steht. Ja, da werde ich wahrscheinlich die ganzen Namen wieder schlachten hier. Der Kuriosität wegen will ich die Namen dieser 8 ersten Jesuiten hier setzen. Sie hießen Franciscus Angulo, Alfonso Barfana, Juan Bilegias, Emmanuel de Ortega, Stefan Grau, eigentlich Grau, denn er war ein Deutscher, Juan Salonio, Thomas Fields, ein Schottländer, also ein Schotte, und Paolo Arminio. Alle waren Patres und also zu jeglicher gottesdienstlichen Handlung berechtigt. Als Oberer derselben aber, oder wie man sagte, als Superior, fungierte der Pater Arminio. Ja? Also, wissen wir, welche diese 8 waren, und sie sprachen die Sprache der Indianer, und dadurch hatten sie natürlich gleich wirklich Zugang zu den Eingeborenen. Dies war der Anfang der jesuitischen Niederlassung in diesen Teilen Amerikas. Paraguay, da sprechen wir von. Wie man sieht, ursprünglich ein sehr bescheidener und unschuldiger Anfang, allein sowohl die Bescheidenheit als die Unschuld verloren sich schon nach wenigen Jahren, und an ihre Stelle trat das vollkommenste Gegenteil. Von der Stadt und Provinz Tucumán aus nämlich besuchten die Patres nacheinander die übrigen Städte des Landes, insbesondere Cordoba und Asunción, nebst der weitläufigen Provinz Cuanra. Letztere bereisten insbesondere die Patres Ortega und Fields, welche der guarayanischen Sprache vollkommen mächtig waren. Und je länger sie sich in der Gegend umsahen, umso mehr fanden sie Gefallen an derselben. Sie trachteten daher vor allem danach, sich häuslich niederzulassen, gerade wie sie es auch in Indien, Japan und China gehalten hatten. Doch währte es volle 3 Jahre, bis sie ihr erstes Besitztum erhielten, und überdies musste dieses erste Besitztum ein sehr modestes, ja fast ein geringfügiges genannt werden, denn es bestand nur aus einem kleinen Wohnhause im Städtchen Villarica, nebst einer so kleinen Kapelle daneben. Einer ebenso kleinen Kapelle daneben. Von nun ab aber ging es, was man sagt, im Galopp mit ihnen vorwärts. Und da ihnen von Peru und Brasilien eine große Anzahl neuer Mitglieder zu Hilfe gesandt wurde, unter denen sich mehrere, wie zum Beispiel die Patres Romero, Caspar und Monroy, Juan Viana und Marcel Lorenzana besonders auszeichneten, so konnten sie ein paar Jahre später bereits daran denken, ein Kollegium zu errichten. Solches geschah anno 1593 in der Stadt Asunción, der Hauptstadt von Paraguay, und die spanische Einwohnerschaft derselben, den Gouverneur nebst dem hohen Adel an der Spitze, steuerte freiwillig eine solch große Summe zusammen, dass man das Anwesen nebst der daran stoßenden Kirche wirklich prächtig herrichten konnte. Auf dieses Kollegium folgte anno 1599 ein Missionshaus in Cordoba mit einer großartigen Kathedrale, und es war alle Aussicht vorhanden, dass in der nächsten Zeit ähnliche Establishments in Santa Fe sowie noch in anderen Städten gegründet werden könnten. Hierzu kam es jedoch nicht, denn mit dem Jahre 1602 wurde mit dem ganzen Dasein der Jesuiten in Paraguay eine vollständige Neugestaltung vorgenommen. Ja, da geht es, glaube ich, um die Aufteilung zwischen Portugiesen und Spaniern, ne? Aber lesen wir mal weiter. Wir mal gucken, wie lange das Video hier schon läuft.
Bisher hatten die Jesuiten als wahre Missionäre gewirkt. Das heißt, sie hatten zwar da und dort Grundeigentum erworben und sogar, wie wir gesehen hatten, ein Kollegium nebst einem Missionshaus gebaut. Dagegen waren sie diese ganze Zeit über stets auf Reisen begriffen und zogen von einem Distrikt, von einem Volksstamm zum anderen, um überall das Kreuz Christi zu verkündigen. Solches ewige Hin- und Herreisen war aber wegen der großen Entfernungen, in der die Ansiedlungen voneinander lagen, mit großen Beschwerlichkeiten verknüpft, und überdies konnte man darauf zählen, dass die Indianer, sobald die Missionäre weiterzogen, alsbald wieder zu ihren heidnischen Glauben zurückkehrten. Somit konnte man sich's nicht verhehlen, dass man, wenn man's bleibend auf die Eingeborenen einwirken wollte, notwendigerweise stabile Wohnsitze bei ihnen nehmen und das Herumreisen aufgeben musste. Das war die eine Erfahrung, die man bis dato gemacht hatte. Die zweite bestand darin, dass die Jesuiten nunmehr genau wussten, wie es im Inneren des ungeheuren Ländergebiets, das man Paraguay nannte, aussah. Während den Spaniern das gesamte Land außer den paar Städten an den großen Strömen und deren Umgebungen ein tiefes Geheimnis geblieben war. Letztere, also die Spanier, waren zum Beispiel den Uruguay noch nicht weiter hinaufgekommen als bis zu dem ersten Wasserfall, und ebenso unbekannt blieben sie mit dem ganzen großen Territorium, das zwischen dem Uruguay und Paraná sowie zwischen Paraná und Paraguay lag. Am allerwenigsten aber hatten sie sich die Mühe genommen, mit den verschiedensten Stämmen, welche diese Gegenden bewohnten, bekannt zu werden oder gar deren Freundschaft zu gewinnen, sondern ihr ganzes Trachten ging vielmehr dahin, allen den Eingeborenen, die sie sich unterwerfen konnten, ein so hartes Joch als nur irgend möglich aufzuerlegen und sie zur angestrengtsten Sklavenarbeit auf ihren Pflanzungen oder, wie man in Paraguay sagte, Kommanden anzuhalten. Solches alles und noch viel mehreres wussten die in Paraguay wirkenden Jesuiten nur zu genau zu berichten, es wie natürlich der Wahrheit getreu nach Rom an ihren General. Und dieser? Was tat der General? Nun, derselbe hieß Claudio Acquaviva, und er, ein Mann von ganz außerordentlichen Verstandesgaben und ebenso großer Tatkraft, entwarf, auf die genannten Erfahrungen gestützt, sofort einen Plan, wie der größte Teil Paraguays unter der Hand und ohne, dass eine weltliche Regierung sich einmischen konnte, der Gewalt des Ordens Jesu zu unterwerfen wäre. Ganz wichtiger Satz, ohne dass eine weltliche Regierung sich einmischen konnte. Das hieß absolute Handlungsfreiheit für die Kirche. Die Kirche Satans wohl zu verstehen, bitteschön. Ja? Der Plan war unendlich klug angelegt und die Ausführung desselben wurde einem nicht minder klugen Manne anvertraut, nämlich dem Pater Stefan Paes, welchem Acquaviva als Dissidator sämtlicher Ordenshäuser der neuen Welt nach Paraguay sandte. Derselbe kam im Jahre 1602 in der Stadt Salta an und gebot sogleich allen Professen, vor ihm zu erscheinen. Dann nahm er einen jeden einzeln vor und fragte ihn genau über alle Einzelheiten aus, indem er ihm zugleich das Nötige über die künftige Organisation des Ordens in Paraguay mitteilte. Zuletzt aber versammelte er alle Anwesenden, hielt eine große Ansprache an sie und verkündete ihnen schließlich die Befehle des Generals. Sie gingen, wie schon angedeutet, dahin, dass in Paraguay ein eigener christlicher, also katholischer Staat gegründet werden sollte, welchen der Jesuitengeneral von Rom aus als unumschränkter Monarch beherrschen sollte. Und um diese großartige Maßregel durchzuführen, ward jedem Professen vorgeschrieben, was er zu tun habe. Von jetzt an war jeder Schritt, den die Jesuiten in Paraguay taten, ein stets zum Voraus genau abgemessener, und wenn auch nur langsam,
oft sogar mit Umwegen vorwärts geschritten wurde, so ging es doch immer unverrückt dem einen großen Ziele entgegen. Vor allem galt es, die Indianer für sich zu gewinnen, und die jesuitischen Missionäre fingen daher einstimmig an, mit ungemeinem Eifer gegen die grässliche Unterdrückung, unter welche die Eingeborenen seufzten, loszuziehen. Die Kommanden, auf denen die armen Rothäupter als Sklaven arbeiten mussten, seien ein Greuel in den Augen Gottes, riefen sie. Und wenn es noch länger so fortgehe, so müsse in kurzem eine totale Entvölkerung eintreten. Solche und ähnliche Worte erregten zwar den Hass der Spanier nicht wenig, und die Herren Jesuitenpatres hatten infolgedessen in den nächsten paar Jahren manche Unbill auszustehen. Ja, sie wurden aus mehreren Städten wie aus Cordoba und San Jago geradezu vertrieben. Das war auch nichts Neues, dass die Jesuiten vertrieben werden, ne? Aber sie gewannen umso mehr Anhänger unter den Rothäuten, und insbesondere gelang es ihnen, einen nicht unbeträchtlichen Teil der großen Nation der Guaranes, das heißt also der Bewohner von Guaray, zu bekehren und sich zu befreunden. Vor der spanischen Eroberung nämlich war der Stamm der Tubinambas-Indianer bei weitem der gewaltigste in Paraguay. Und eben diesem Stamme, der sich durch eine besondere Wildheit auszeichnete, sind die Grausamkeiten zuzuschreiben, welche so vielfach gegen die eindringenden Weißen begangen wurden. Sie, die Tubinambas, schlachteten ihre Gefangenen. Sie achteten Menschenfleisch für die köstlichste Speise unter der Sonne. Sie wehrten sich bis aufs Blut vor dem Gotte der Christen, des Katholizismus. Weil sie nun aber nach jahrelangen Kämpfen einsehen lernten, dass die Massen der Weißen ihnen überlegen seien, fassten sie den kühnen Entschluss, ihrem Vaterlande den Rücken zu bieten, und diesen Entschluss sofort ausführend, zogen sie sich weit zurück in die Wildnisse des Urwalds bis zu dem breiten Tal des Maranon oder Amazonenstroms hin, bis wohin die Blassgesichter, so hofften sie, nicht vorzudringen wagen würden. Die weiten Ebenen des Paraguay, Parana und Uruguay, blieben also von jetzt an den anderen Stämmen überlassen, welche bisher in einer Art Abhängigkeit von den Tubinambas gestanden hatten, und als solche werden genannt die Apiacas und Cajivas. Die Namen, also wirklich, warum wollen die alle können? Apiacas und Cajivas, die Calchaquis und Lullis, die Frontones und Omacugucas. Sowie vor allem die Guaranis, welche zahlreicher waren als die übrigen fast alle zusammen. Das ist gut, weil die Guaranis kann ich zumindest aussprechen. Diese letztere Tatsache schon musste die Aufmerksamkeit der jesuitischen Missionare auf sie wenden. Noch mehr aber die weitere Tatsache, dass sie den wenigst wilden Charakter von allen in Paraguay lebenden Rothäuten hatten. Im Gegenteil konnte man ihnen eine Art von Zivilisation nicht absprechen, denn sie lebten von erblichen Kaziten und Langhäuptern regiert, in Dörfern zusammen und nährten sich fast durchaus von dem Korn oder Mais, den sie pflanzten, während die übrigen Stämme nomadierend umherstreiften und die Jagd allein für die eines Mannes würdige Beschäftigung erachteten. Ja, irgendwo muss das ja auch herkommen, dass wir alle Jäger und Sammler sind, ne? Das erzählt ja einem dann ja so gerne in der Evolutionstheorie, ja? Habt ihr daher. Dagegen lastete auf ihnen auch der Vorwurf des Abmangels an kriegerischem Geist, sowie des Abmangels an Energie
und sie fügten sich daher, obwohl in ihrem Innersten vom tiefsten Hass erfüllt, in den spanischen Kommanden dem Arme des Weißen, der sie wie Lasttiere behandelte. Natürlich übrigens war die Zahl derjenigen, welche auf den spanischen Domänen lebten, eine sehr geringe gegenüber von der großen Masse derer, die jene große Distrikte des Binnenlandes bewohnten, von welchen ich schon weiter oben bemerkt habe, dass sie den Spaniern noch ganz unbekannt geblieben seien. Und man darf also mit Sicherheit behaupten, dass wohl 9/10, also 9/10 der Guaranis das Joch der Unterdrückung noch nicht fühlten. Die Angst aber, sich dieses Joch bald auferlegt zu sehen, erfüllte sie bereits jetzt, und darum nahmen sie auch die Predigt der Jesuiten gegen die spanische Tyrannei mit so großem Wohlgefallen auf. Ja, das kann man ja verstehen, ne? Die Spanier kommen da als erstes rein, spielen sich da als den großen Matz auf, sind nur aus auf Gold und Silber und Edelsteine und solche Schätze, haben selber keine Lust, Ackerbau oder irgendwas zu pflegen, gründen dafür diese Farmen oder Kommandes oder wie das hier in diesem Buch eben genau heißt, ne? Also im Grunde ja diese Bauernhöfe oder wie auch immer man das nennen will. Und unterdrücken die Einheimischen so sehr und werden sie wahrscheinlich nicht nur unterdrücken, sondern werden sie auch peitschen und quälen und was auch ähnlich alles tun. Und die wenden sich dann natürlich zu den Jesuiten nach dem Motto von, da ist ja unsere Errettung. Ja? Die kommen und erzählen uns hier was von einem Gott, den wir nun annehmen oder nicht. Und auf jeden Fall sind wir damit besser bedient als mit den Spaniern. Also ganz wichtiger Teil, dass man das hier eben versteht. Ne? Die Angst aber, sich dieses Joch bald auferlegt zu sehen von den Spaniern, na, erfüllte sie bereits jetzt. Und darum nahmen sie auch die Predigt der Jesuiten gegen die spanische Tyrannei mit so großem Wohlgefallen auf. So stand es um die Guaranis in Paraguay zu der Zeit, als die Jesuiten den Entschluss fassten, ein eigenes Reich daselbst zu errichten. Und es wird nun niemanden mehr verwundern, warum es ihnen so leicht gelang, dem Katholizismus dorthin Eingang zu verschaffen. So wie sie aber so weit waren, gingen sie daran. In den Distrikten, in welche die Spanier bis jetzt noch nicht gedrungen waren, die bis dato in kleinen Dörfchen zerstreut lebenden Einwohner in größere Gemeinden zu vereinigen, welche sie Burgaden oder Reduktionen, das heißt zum christlichen, also katholischen Glauben reduzierte Gemeinden nannten, ja, Reduktiones, das kennt man ja schon, und gaben dann jeder Reduktion zwei geistliche Hirten, den einen, der immer ein längst bewährtes Ordensmitglied sein musste, unter dem Titel eines Pfarrers und Seelsorgers, den anderen meist einen jüngeren, eben erst aus Europa angekommenen Genossen unter dem Titel eines Vikars. Diese Einrichtung war, wie wir gleich sehen werden, die Grundlage ihrer christlichen, also ihrer katholischen Republik und wenn man lieber will, ihres theokratischen Staates. Und dieselbe hatte ein solch unschuldiges Aussehen, dass ihnen dabei, wenigstens im Anfang, weder von Seiten der Spanier noch von Seiten der Guaranis bedeutende Hindernisse in den Weg gelegt wurden. Den Indianern nämlich sagten die Söhne Loyolas, dass verschiedene kleine Gemeinden, die auf vielen Meilen zerstreut liegen, ganz unfähig seien, sich gegen etwaige Angriffe der Spanier zu verteidigen. Wenn sie dagegen in eine Burgade von 8.000 bis 10.000 Köpfen zusammenzögen, also eine der Reduktiones, so könnten sie sich der eroberungssüchtigen Weiße Abenteuer mit Leichtigkeit erwehren, und dies leuchtete natürlich dem Verstand der Rothäute vollkommen ein. Ebenso wenig hatten sie gegen die geistlichen Hirten etwas einzuwenden, denn man ließ ihnen ihre bisherigen Katziken und, das kann ich nicht lesen hier das Wort,
und oberen unter dem Titel von Korridoren und Alkalden und gab dem Seelsorger nur das Oberaufsichtsrecht. Zu Deutsch. Ja, bitteschön, sag das mal zu Deutsch. Die Indianer durften sich ihre weltliche Obrigkeit wie früher selbst wählen und die Jesuiten knüpften bloß die Bedingung daran, dass diese Obrigkeit bei allen Strafen, die sie verhängte, sowie überhaupt bei allen wichtigeren Entscheidungen zuvor die Genehmigung der geistlichen Hirten einzuholen hätte. Ja, danke, warum schreibst du das nicht gleich so, Griesinger? Das verstehen wir doch, wenn man das so lesen kann. Ja? Zu Deutsch. Die Indianer durften sich ihre weltliche Obrigkeit wie früher selbst wählen, also ihre eigene Regierung, und die Jesuiten knüpften bloß die Bedingung daran, dass diese Obrigkeit bei allen Taten, die sie verhängte, sowie überhaupt bei allen wichtigen Entscheidungen zuvor, die Genehmigung der geistlichen Hirten einzuholen hätte. Hallo, was sehen wir hier wieder? Die Verknüpfung von Staat und Kirche. Ich lasse die Guaranis ihren eigenen Staat machen, knüpfe aber die Verbindung, die Bedingung daran, dass ich sage von, aber die Strafen, die wir von der Kirche auflegen, die müsst ihr dann gegenüber den Verurteilten durchführen. Ganz genau dasselbe wie im sogenannten Heiligen Katholischen Römischen Reich. Oder, ja, heilig-katholisch hieß es ja nicht. Hieß ja das Heilige Römische Reich. Ja? Genau wie da. Seht ihr, wie das List, man gibt den Leuten den kleinen Finger und sagt, das könnt ihr alles so machen, wenn ihr das und das und das nach unserer Prämisse macht. Das ist ein absolut wunderbares. Danke, Griesinger, dass du das hier in so schönem, verständlichem Deutsch schreibst. Diesen Satz muss man sich auf der Zunge hier zergehen lassen. Wirklich wahr. Nochmal. Ja? Zu Deutsch. Die Indianer dürften sich ihre weltliche Obrigkeit wie früher selbst wählen. Also, wie in Deutschland, macht ihr mal schön eure Demokratie. Aber eure Demokratie wird letztendlich den überstehenden Gesetzen der Katholiken gehorchen. Und genauso ist das hier. Die Indianer durften sich ihre weltliche Obrigkeit wie früher selbst wählen und die Jesuiten knüpften bloß die Bedingung daran, dass diese Obrigkeit, also die Regierung der Guaranis selbst, bei allen Strafen, die sie verhängte, sowie überhaupt bei allen wichtigen Entscheidungen zuvor die Genehmigung der geistlichen Hirten einzuholen hätte. War das etwa zu viel verlangt? Ach, die guten Patres handelten ja so überaus liebreich und väterlich, und somit musste man ihnen auch das Recht eines Vaters gegenüber von seinen Kindern einräumen. Das wäre ein schöner Moment zu stoppen. Wir sind eine Stunde beschäftigt. Ja, dann mache ich genau hier jetzt Pause. Da lesen wir nächstes Mal weiter. Also, das finde ich einen absolut herrlichen Satz, um die Lesung für heute mit zu stoppen und oder aufzuhören. Und ich werde es eben nochmal deutlich vorlesen. Zu Deutsch, der letzte Absatz. Die Indianer, also die Guarani, durften sich ihre weltliche Obrigkeit wie früher selbst wählen. Und die Jesuiten knüpften bloß die Bedingung daran, dass diese Obrigkeit bei allen Strafen, die sie verhängte, sowie überhaupt bei allen wichtigeren Entscheidungen zuvor die Genehmigung der geistlichen Hirten einzuholen hätte. War das etwa zu viel verlangt? Die guten Patres verhandelten ja so überaus liebreich und väterlich, und somit musste man ihnen auch das Recht eines Vaters gegenüber seinen Kindern einräumen. Wir Christen haben nur einen Vater, der ist im Himmel und nicht hier auf dieser Erde und schon gar kein Jesuit. Na, also das finde ich einen sehr interessanten Abschluss dieser Lesung. War jetzt, glaube ich, das, was war es jetzt, das 15. oder 16. Video? Teil 15, ja, der 15. Teil der Griesinger Lesung. Sehr, sehr interessant. Wie gesagt, über die Reduktion des von Paraguay habe ich ja auch bereits gesprochen in dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Da ist das ein bisschen kürzer natürlich als hier. Hier ist das viel breiter, viel tiefer erklärt, was ich auch gut finde. Weil je mehr man diese Arbeitsweise der Jesuiten bis ins Detail lernt, desto mehr kann man auch verstehen, welcher Gedankengang bei denen dahinter ist. Ja? Und wie sie zu diesem Erfolg kommen. Ja? Das ist doch im Grunde genau das Gleiche, wie sie dann in 1917 mit der Revolution in Russland die Umwandlung in die Sowjetunion da vorgenommen haben. Ja?
da haben die Leute dann ja auch in großen Kolchosen haben die doch gearbeitet, ne? Nicht mehr jeder mit seiner eigenen kleinen Farm, sondern es war eine große Kolchose. Ein großer, übermantelnder Betrieb, der das alles übernommen hat. Und da war das alles ja viel schöner. Gegen Feinde mussten sie sich da nicht verteidigen. Aber ja, das ist eben, wie sie den Kommunismus darin gefunden haben. Da sagen die noch zu ihnen, ihr könnt euch eure eigene weltliche Regierung machen, solange diese Regierung die Strafen verhängt, die wir darüber aussprechen. Ja, du bist ja ein guter Vater. Das Recht geben wir dir natürlich, sagen die Guarani da in dem Fall. Also, ich freue mich schon auf die nächste Lesung, den 16. Teil von Griesingers Buch, die Geschichte der Jesuiten und die Arbeit ihrer verborgenen Wirksamkeit von der Gründung des Ordens bis jetzt, wenn wir weiter in den jesuitischen Missionen in Amerika im 16. und vor allen Dingen dann später, wie wir jetzt angefangen haben, Anfang 1600, also im 17. Jahrhundert, wie wir damit weiterlesen. Mir hat es gut gefallen und wie gesagt, ich entschuldige mich, wenn ich hier und da Namen und Städtenamen und so diese Eigennamen nicht so gut aussprechen kann, weil ich das so schwierig lesen kann. Wenn ihr es besser könnt, bitte, ihr könnt mir das immer gerne in der Beschreibungsbox, also in der Beschreibungsbox sage ich schon, in der Kommentarsektion des Videos schreiben. Nobody is perfect, aber ich lese das Buch ebenso weit, wie ich dazu imstande bin. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt was gelernt. Ich habe auf jeden Fall etwas gelernt heute. Auch ich lerne jedes Mal bei, weil ich lese das Buch auch nicht vorher. Ich lese es mit euch hier zum allerersten Mal. Aber sicherlich zum letzten Mal. Sowas ist im Buch, das kann man sich sicher nochmal durchlesen. Gut, dann werde ich jetzt langsam mal aufhören und wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, wo auch immer ihr seid, wann auch immer ihr dieses schaut. Und vergesst bitte nicht, an erste Stelle setzt die Studie der Bibel. Lest eure Bibel. Und ja, neben der Luther 1545 propagiere ich jetzt auch die Schlachter 2000, die basiert ist auf dem Textus Receptus in Deutsch. Eine sehr korrekte Bibel. Trotzdem würde ich auch neben die Schlachter 2000 immer, wenn ihr des Englischen mächtig seid, die King James legen und dann die beiden miteinander kontrollieren und sehen, welche korrekt ist. Aber die Bibel muss immer das erste Buch sein, das wir studieren. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und damit ist der Gott, der uns geschaffen hat, die Basis für unsere Autorität, mit der wir sprechen, und unser Gewissen. Mein Gewissen ist gerichtet oder kommt von dem Gott, der mich geschaffen hat. Und deswegen ist sein Wort so wichtig. Das erst und dann alles andere, auch diese Studie. Bis zum nächsten Mal. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Maranatha.